Hallo, ich bin Udo Zimutter und äh, ich hatte ja schon mal ein bisschen was erklärt zur Brückeneinrichtung der Stubnitz. Also, ich bin ja hier öfters schon als Kapitän auf der Stubnitz gefahren, habe sie begleitet und zu vielen europäischen Eventplätzen sozusagen. Und heute wollte ich euch mal erklären, was das hier von großes Teil ist: ähm, ein Schiff. Funktioniert natürlich nur so, ne? ein Motorschiff hat äh, ach dann eine Schraube und wird durch diese Schraube durch das Wasser bewegt. Also es braucht zumindest einen Motor, weil es ist ja kein Segelschiff. Und äh, die Steuerung des Motors wird faktisch durch diesen Maschinen bewegt. Äh, Leitstand hier, der also die im Prinzip die Brücken, äh, das Brücken ist zu dem, was unten in der Maschine ist, wo der leitende technische Offizier die Maschine bedient und die Vorgaben, die der Nautik, also sozusagen das Gaspedal des Schiffes, ist alles das, was man hier sieht. Äh, hier sieht man sehr schön, ich habe zwei so eine Teile hier und dieses und äh, das deutet schon mal darauf hin, dass es nicht nur eine Maschine gibt, sondern mehr auf der Stubnitz. Wir haben tatsächlich zwei Hauptmaschinen, Hauptmaschine 1 und Hauptmaschine 2. Das heißt, wie äh, dieses Schiff ist so konzipiert, dass es zwei Maschinen hat, die über eine Kupplung auf eine Welle die Kraft geben. Und äh, diese eine Welle dreht sich ständig. Das ist also sozusagen ein äh, Schiff mit einem Verstellpropeller. Das heißt, äh, wenn, wenn die Stubbs losfahren will, werden die Maschinen angeschmissen. Der Propeller fängt an zu drehen, ne, macht aber noch keinen Vortrieb. Das heißt, die Propeller flunken. Äh, werden dann entsprechend angestellt. Das, wird, das ist hydraulisch und diese, diese Anstellung der, äh, der Flunken, das steuere ich über diese Hebel hier. Ich kann also sagen, äh, Maschine, so, wie man das auch auf Filmen kennt, ne? ganz langsam, langsam, halb und volle Fahrt voraus. Ne? Das kann man hier sehr, sehr schön einstellen. Ne? Dann hat man hier so die Vorgabe und dann dieser kleine Zeiger, wenn jetzt die Maschine in Gang wäre, würde da im Prinzip hinterhergehen und äh, die ständig links drehende Maschine würde dann die Flunken so stellen, dass sich dann daraus Vortrieb für das Schiff ergibt. Äh, das hat man äh, diese Technik hat äh, man damals äh, konfiguriert für dieses alte Schiff, was ja äh, äh, in der Fischerei eine bestimmte funktionalität hatte, äh, damit das also sozusagen auf See, hochmanövrierfähig ist, denn die Stübnitz war dafür bestimmt worden, dass sie die, Fang, die Fänge, also das, was die Trauler äh, gefangen haben, übernommen hat und die Fische wurden hier in Laderäume äh, gefrostet und verarbeitet und äh, diese, diese Übernahme äh, war immer, äh, sage mal, navigatorisch sehr, sehr anspruchsvoll und da musste man sehr, sehr äh, manövrierfähig sein und auch schnell reagieren und im Normalfall ist es auf großen Schiffen so, dass also äh, wenn die Maschine sozusagen direkt auf, dem, auf die Propellerwelle dreht, dass es das dann die Maschine angehalten werden muss. Dann wird sie sozusagen umgesteuert. Das geht dann tot, 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 angehalten und dann dauert es einen Augenblick und dann dreht die Maschine dann rückwärts, wenn man rückwärts geht. Das braucht man auf der Stubnitz nicht. Hier kann man sofort auf rückwärts gehen, weil die Propellerflunken sozusagen dann nur in die andere Richtung gedreht werden und der Propeller weiter linksrum weiter dreht. Und äh, diese Technik hat also... Ähm, hat also den, den, äh, den Effekt gehabt, dass eben dieses Schiff auch in dem Vortrieb und den Rücktrieb sehr, sehr flexibel war und sehr manövrierfähig. Also eine sehr, sehr ähm, innovative Technik, die heutzutage nicht mehr so üblich ist, weil es gibt heute ganz andere Möglichkeiten, äh, so eine hohe Manövrierfähigkeit herzustellen. Aber damals für die damaligen Zellen 1963 äh, natürlich ganz beeindruckend. Auch diese Technik ist voll einsatzfähig. Wenn ich also sozusagen jetzt äh, hier anrufen würde ne, über, dieses, äh, über diese Kommunikationseinheit zur Maschine, sagen, alles schief, jetzt mach mal deine Maschine klar, dann würde der unten alle Maßnahmen machen, die Maschinen anwerfen und es würde voll... Äh, funktionsfähig sozusagen die Maschinen anfangen zu rotieren, die Schraube anfangen zu rotieren und ich könnte mit diesem Schiff losfahren. Also die, äh, alles das, was hier so sehr äh, museumsartig aussieht, alles das äh, ist voll funktionsfähig und äh, ich könnte es sozusagen dann, wenn es gebraucht wird, auch nutzen. Insofern ist ähm, auch dieses alte historische Teil mit der liebevoll gepflegten alten Maschine oder den beiden Maschinen also doch auch wieder äh, sehr beeindruckend und für einen Nautiker wie mich auch immer wieder beeindruckend zu sehen, wie, wie es möglich ist, eine so alte Technik über so viele Jahre äh, fit zu halten, dass sie vollwertig hier äh, dieses Schiff voranbringt. Ähm, man muss dazu sagen, für die Größe der Stubnitz ist die Maschine ein bisschen schwach auf der Brust. 960 PS ist für ein Schiff dieser Größe nicht gerade sehr viel. Äh, ich musste das leidvoll erfahren, als wir damals nach Riga gefahren sind und an der Ostsee richtig eine auf die Mütze bekommen haben. Dort haben wir mit der Maschine schwer arbeiten müssen äh, und haben also nur ganz wenig Fahrt gemacht, weil eben das Schiff nicht so kräftig ist wie jetzt meinetwegen ein Trauler, der also richtig richtig PS hat und richtig Kraft hat. Also diese Stubnitz ist also nicht direkt zum Fischefangen gemacht, ähm, braucht diesen Vortrieb nicht, sondern eben äh, die ist so konfiguriert worden, dass sie zum einen manövrierfähig war und zum anderen eben äh, genügend Vortrieb gemacht, um äh, die Geschwindigkeit äh, herzustellen. Ja, was sind so die Geschwindigkeiten der Stubnitz mit voll Voraus? Da haben wir mal neuen Knoten. Mit ein bisschen Rückenwind, vielleicht 10. Ne, das heißt also 9 äh, Knoten, das heißt Seemeilen pro Stunde. Ne, das sind ungefähr so 18 km/h, 20 km/h. Dann ist sie schon ganz schön schnell unterwegs. Es ne, ist eben eine alte Lady und eine alte Lady kann nicht mehr so schnell haben. Das ist halt so.